Seit Tagen haben wir in Mitteleuropa eine unmenschliche Hitzewelle. Ich versuche dieser Hitze zu entfliehen und mache mich auf den Weg zum höchsten Wasserfall Deutschlands. Der höchste Wasserfall Deutschlands liegt am Ende eines 10 Kilometer langen Tals, mehr als 10 Kilometer langen Tals. Das Tal muss man sich vorstellen wie einen Fjord. Es ist umsäumt von sehr steilen und hohen Bergen. Man sieht es da hinter mir, diese Felswände. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Die ersten 8 Kilometer des Tals sind nämlich durch einen See blockiert, an dem es keinen Weg vorbei gibt. Man muss also einen Boot nehmen. Wenn man dann mit dem Boot diese ersten 8 Kilometer zurückgelegt hat, ist es noch ein kurzes Stück, bis man zu einem zweiten See kommt, den man zu Fuß umrunden kann. Und von da an geht es dann noch ein kleines Stück weiter bis ans Ende des Tals, wo dann dieser Wasserfall ist. Die ganz gefährlichen Weidetiere, die es da gibt, vor denen sich die Leute immer so fürchten. Bisschen nur Viecher. Got the whole thing figured out. Get a little bit, get a little bit, little boy. Got the whole thing figured out. So, ich habe jetzt einmal ein Panorama versucht. Von dieser ganzen, von dem Talschluss da, da sind ja drei Wasserfälle an und für sich, die da reinkommen. Und die habe ich jetzt alle drei in einem Panorama da zusammengefasst. Dann glaube ich 6x4 Fotos. So circa, ob das was wird. Ja, da gibt es auch sehr viele Kühe, naja, sehr viele Kühe nicht, aber ein paar laufen da frei herum. Das heißt, da gibt es ein paar Kuhporträts zu machen. So, da ist er jetzt, der Rötzbachfall, Deutschlands höchster Wasserfall mit 470 Meter insgesamt, von ganz oben bis unten. Und die höchste Fallhöhe, wo das Wasser runterfällt, sind angeblich 250 Meter, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, schon schönes, beeindruckendes Talende hier. Da liegt sogar noch Schnee und es gibt auch noch zwei weitere Wasserfälle, die da hier im direkten Talschluss herunterstürzen. Dazu ein kleiner See gebildet, also wirklich eine sehr idyllische Gegend.
to every race, every creed, every color. Youth belongs to every race, every creed, every color. Youth belongs to every race, every creed, every color. Youth belongs to every race, every creed, every color. Youth belongs to every race, every creed, every color. To every race, every creed, every color. Ja, wo der Königssee natürlich eher als Massentourismusgebiet bekannt ist, ist es da ganz interessant, je weiter man zurückkommt, klarerweise, umso weniger Leute sind da. Also ganz vorne am Königssee ist es natürlich überlaufen bis St. Bartholomä. Ist noch sehr viel los. Dann am Ende des Königssees fahren schon nicht mehr so viele Leute. Auf dem Weg zum Obersee machen sich dann noch mal weniger. Und wer dann noch zurückgeht vom Obersee zurück zum Wasserfall, das sind dann wirklich ganz wenige Leute im Vergleich zu den Massen, die da ganz vorne in Seeleiten am Königssee zu finden sind. So, jetzt muss ich da irgendwie da drüber kommen. Ja, und dann da hinten am Talschluss, was ich dann noch auf den Weg mache hinauf, direkt zum Aufprallpunkt des Wasserfalls, da ist man dann ziemlich allein. Also da gibt es nicht mehr viele Leute, die da hinaufkraxeln. Aber ein sehr lohnenswerter Punkt, ist sehr schön da. Man darf nur nicht die Zeit übersehen, weil um 6 geht die letzte Schifffahrt wieder zurück. Und wer die verpasst, muss ich mit dem Taxiboot abholen lassen. Und das ist relativ teuer im Vergleich zur normalen Bootsfahrt, zum normalen Bootsfahrtticket. Darum werde ich mich jetzt nicht mehr allzu viel aufhalten, obwohl es da noch viel zu sehen gibt. Da sind noch die anderen beiden Wasserfälle, wo man noch hingehen könnte, aber das ist alles sehr weitläufig da. Das Tal hat ja da eine Breite von über einem Kilometer, also da ist man schon ein Stückchen unterwegs, wenn man von der einen Seite zur anderen gehen möchte. Und eine halbe Stunde, Stunde ist dann gleich vorbei. Darum gehe ich wieder zurück, mache vielleicht noch ein paar Fotos vom Obersee. Da habe ich zuerst nichts gemacht, weil mein Ziel ja dieser Wasserfall war, wo ich jetzt schön in der Sonne ist, fürchte. Da muss ich jetzt dann doch noch einmal ein Foto machen, weil der ist jetzt tatsächlich sehr schön zur Gänze in der Sonne. Ja. Also ein Foto noch vom Wasserfall, dann zurück zum Obersee und dann wieder zurück auf das Schiff, das mich dann wieder zum Ausgangspunkt zurückbringt.
So, ja, mit der klassischen Bootshausaussicht. Wahrscheinlich das meist fotografierte Bootshaus weltweit. Verabschiede ich mich euch wieder von euch. Ich habe jetzt nicht mehr weit zurück zur Bootsanlegestelle und von da an geht es dann zurück zum Parkplatz. Ja, als Resümee der Geschichte bleibt nur zu sagen, es zahlt sich aus, darüber hinaus zu gehen, wo normal die Touristenpfade enden. Auch wenn der Königssee als Massentourismusgebiet eigentlich bekannt ist, aber wenn man dort weitergeht, wo der Massentourismus stehen bleibt, dann kommt man in einer ganz fantastischen Gegend heraus. Es zahlt sich auf alle Fälle aus, die paar Euro mehr auszugeben und die Schifffahrt bis am Ende des Königssees zu buchen. Und wenn man dann früh genug da ist, auf alle Fälle weitergehen, soweit halt die Zeit das erlaubt. Leider muss man am Abend wieder retour. Also eigentlich ist ein Tag da, finde ich, viel zu kurz, um alles zu sehen, was da zu sehen gibt. Damit bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns ja dann hoffentlich das nächste Mal auf meinem Kanal. Ciao und pfiat euch. And now the shipping forecast issued by the Met Office at 2358 on Wednesday the 11th of March. Fisher, Dogger, German Bite. Southwesterly for a time, wintry showers, rain later. Fisher, Dogger, German Bite.